Hallo, und zwar heute machen wir mal einen Brezelteig, also eigentlich einen normalen Teig. Die Brezel, das kommt ja nur dadurch, dass es später ein bisschen in Laugenwasser, also Wasser mit Natron, gehalten wird. Aber aber ich mache es jetzt mit glutenfreiem Mehl, weil ich denke, da gibt es bestimmt auch genug, die Probleme haben mit Weizen. Und jetzt sage ich euch aber auf jeden Fall mal, was die Zutaten sind. Und zwar, das sind 250 Gramm Mehl, kann man natürlich auch mit Weizenmehl machen, logisch. Dann 1,5 Esslöffel Zucker, dann 21 Gramm Hefe, frische Hefe, also ich nehme frische Hefe. Dann etwas grobes Meersalz, das später oben drüber kommt. Dann 60 Gramm Natron, 20 Gramm weiche Butter, dann so einen halben Esslöffel normales Salz und 125 Milliliter lauwarmes Wasser. Da gebe ich jetzt gleich mal ein bisschen Hefe rein. Ich habe jetzt aber die Hälfte von den Mengenangaben genommen, weil mir das einfach jetzt ausreicht. Und ja, genau. So. Und den Zucker geben wir auch gleich dazu, dann kann das jetzt schon mal vor sich hin wirtschaften. So. Und dann haben wir hier das Mehl, das Natron brauchen wir erst später, dann etwas Salz und dann die Butter. Also das ist alles jetzt noch sehr bröselig, deswegen gehe ich da jetzt mit der Hand rein. Dann muss der Teig so 40 Minuten so gehen. Und dann sehen wir uns wieder. So, also das Wasser habe ich jetzt schon mal angemacht. Da kommt ja dann von dem Natron was rein. Und also das ist, wie gesagt, schon vorbereiten am Kochen. Und dann habe ich aus dem Teig schon mal 3 so Kügelchen gemacht, weil ich mir jetzt überlegt habe, wenn das mit dem Teig geht, dann wollte ich so einen lauen Zopf machen. Aber ich weiß jetzt bei dem Teig mit dem glutenfreien Mehl, habe ich bis jetzt mir auch immer nur so Kuchen gemacht. Hält sich dann doch anders. So. Drücken wir das hier mal was zusammen. Und es fängt schon an zu brechen.
Machen wir es halt so. Wägen wir es nicht so viel. So, und jetzt warten wir noch, bis das Wasser kocht und dann geht's weiter. So, also jetzt geben wir mal das Natron schon dazu. So. Jetzt vergessen, den Ofen vorzuheizen. Der muss auf 200 Grad vorgeheizt werden. Und dann kommt jetzt das kurz da mal rein. So. Wow. Das bricht schnell, schnell, schnell. Und so. Wieder etwas flicken. So. Nicht viel passiert. Dann kommt das grobe Meersalz, natürlich auch nach Geschmack. Manche mögen ja auf Brezeln auch gar kein Salz. Gehöre ich jedenfalls nicht dazu. Mag sogar gern viel Salz. Kann natürlich auch Kürbiskerne oder Sonnenblumenkerne oder so drauf machen. So, und ich warte jetzt noch einen kurzen Moment, bis der Ofen soweit ist. Und dann sollte das so 20 Minuten in den Ofen. Aber wie immer sage ich euch danach genau, wie lange der Teig da so, jetzt drin war. So, jetzt sind wir fertig. Und zwar so sieht das dann aus, also das glutenfreie. Und ja, was soll ich weiter sagen? Ach ja, genau, ich muss noch was sagen. Und zwar mir ist dann rechtzeitig gerade noch eingefallen, dass der Teig nicht 3 Sekunden in das Natronwasser kommt, sondern 30 Sekunden. Aber Gott sei Dank ist es mir noch rechtzeitig eingefallen. Und ja, das ist halt wichtig. Also 30 Sekunden halt jeweils, ob man jetzt eine Brezel macht oder ob man Laugenbrötchen macht, 30 Sekunden in das Wasser rein, dann raus aufs Backblech. Und ich habe es am Schluss, habe ich nochmal den Grill angemacht, so die letzten 1-2 Minuten, habe ich nochmal auf Turbo gemacht, das ist einfach richtig, weil bei dem Gluten freien Mehl, die werden immer nicht so dunkel wie das mit Weizenmehl. Und deswegen habe ich das nochmal hochgestellt. Ja, jetzt zeige ich es euch nochmal wieder aus der anderen Perspektive und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. So sieht's aus. Okay, dann sage ich tschüss, bis dann.